Die Aussage, der Mensch stammt vom Affen ab, hört man immer wieder. Damit sind meist die heute lebenden Affen, wie zum Beispiel der Schimpanse, gemeint. Das stimmt aber nicht. Der Mensch und die heute lebenden Affen haben nur gemeinsame Vorfahren. Sie sind also eng verwandt und ähneln sich in bestimmten Dingen sehr. In vielen Dingen unterscheiden sie sich aber auch. In diesem Video möchte ich dir einen Vergleich von Mensch und Schimpanse präsentieren. Außerdem werde ich kurz auf den gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse eingehen. Die DNA von Mensch und Schimpanse stimmt zu 98,6% überein. Das ist sehr viel und es belegt, dass der Schimpanse der nächste Verwandte des Menschen ist. Die DNA von anderen Affen weist nämlich nicht so eine hohe Ähnlichkeit zur menschlichen DNA auf. Sie ähneln sich. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com